Topfgucker TV empfiehlt. Für den Hecht brauchen wir Salz, Mehl, Butter, Zitrone, Lorbeer, Piment und Pfefferkörner, frisches Suppengrün, ein helles Pilz, Malzbier, einen frischen Hecht und Giebel für den Fischsud. Und im Topf habe ich hier schon vorbereitet Schmand und süße Sahne. Für den Fischsud nehmen wir Wasser, das Salz, Piment, Pfefferkörner und das Lorbeer, das Suppengrün und lassen mit dem Fisch das schön köcheln dann. Zu den Fischsud mache ich dann noch Zwiebeln dazu und bei den Fisch handelt es sich um den Giebel. Wir lassen jetzt den Fischsud dann leicht köcheln und danach werden wir den durchziehen. In der Zwischenzeit können wir schon den Hecht vorbereiten. Den machen wir in Portionsstücken fertig. Nachdem wir den Stücken fertig haben, würzen wir den Fisch mit Zitrone und Salz und geben dann später dann zum Sud mit dazu. Dann werden wir den jetzt so durchsieben. Zu dem Fischsud geben wir das Malzbier. Und das helle Pilz. Und natürlich den Hecht. So. Und das lassen wir jetzt alles dann 8 bis 10 Minuten ziehen, bis der Fisch dann gut ist. Der Fisch sieht schon sehr gut aus. Er ist durch. Der lässt sich jetzt ganz leicht von der Krete lösen. So. Und den werden wir jetzt warm stellen, während wir die Soße fertig machen. Wir nehmen den Schmand und die Sahne, alles schön glatt rühren, geben das Mehl so dazu und dann geben wir den Fischsud langsam mit dazu. Dann zum Schluss können wir alles dann zusammen in einen Topf gießen und nochmal richtig schön aufkochen lassen. Die Soße köchelt schon. Nebenbei machen wir schon die braune Butter. Dazu geben wir die Butter in den Topf und lassen sie schön braun werden. Und dann geht's zum Anrichten. Für eine Portion. Dann machen wir die Petersilie drauf. Schön. Dann haben wir Nummer 1 fertig. Als nächstes werden wir den Hecht anrichten. Schön dekorativ. Sieht immer gut aus. Dann von unserer leckeren Fischsoße oben drauf. Bisschen Dekoration ist nicht verkehrt. Eine Zitronenecke mit dran. Und fertig. Es ist ein sehr leckeres Spreewalder Essen. Kommen Sie gerne lang, beziehungsweise probieren Sie es gerne zu Hause. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de